in unserer Sendereihe Fragen Sie Dr. Nagel ruft eine Frau aus Amelsbüren an. Ihr Mann ist ein pensionierter Passbeamter. Nicht? Und er ist jetzt also im Ruhestand, nicht? Und ja. Wir führen sonst ein sehr harmonisches Eheleben, nicht? Ja. Und nun leidet er sehr darunter, dass er nicht mehr im Dienst ist, nicht? Und nun müssen wir zu Hause also ständig den Pass vorzeigen, nicht wahr? Ja. Angeblich nicht, ob er noch gültig ist. Ah ja, aha. Und da hätte ich auch noch gar nichts gegen einzuwenden, nicht? Wenn das nicht also Formen angenommen hätte, die schon fast Schikanen sind. Die jetzt hat er sich im Flur nicht aus Sperrholz einen Schalter gebaut. Und immer wenn wir ins Wohnzimmer wollen, nicht, müssen wir also den Pass vorzeigen. Nicht? Und wenn ich einhole, muss ich den Pass bei mir haben und und so weiter. Nicht? Ja. Er begründet das damit, ich könnte ja auch Fremder sein. Hören Sie sich sowas mal an. Und also wenn die Kinder nicht waren, die zur Schule noch gehen, nicht, die müssen sie den Pass vorzeigen und so weiter. Nicht? Wenn ich aufgeschlossen habe und den Mantel ausziehe, dann höre ich schon, also die Pässe bitte. Ja. Das ist doch furchtbar. Ja. Kürzlich mussten Freunde wieder umkehren, weil sie also nur ihren gültigen Pass nicht mehr haben. Ja. Das sind doch schon Zustände, nicht? Und neuerdings stempelt er die Pässe so gar nicht. Also das und also jeder bekommt einen Laufzettel, der zum Aufenthalt im Wohnzimmer bis 21 Uhr berechtigt. Wissen Sie, ich bin das alles bald leid. Nicht? Ja, das kann ich wohl verstehen. Allerdings nach dem neuen Passgesetz ist Ihr Mann sogar verpflichtet, in die Pässe einzusehen. Er ist sogar berechtigt, auch im Ruhestand noch die Pässe einzuziehen und zeitweilig zu sperren. In diesem Falle kann ich Ihnen leider nur sagen, handelt Ihr Mann völlig korrekt. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, vielen Dank auch. Ja, bitteschön.